Ein herzliches Willkommen zu einem heutigen neuen Live-Video. Und zwar kommt heute das nächste Fahrzeug dran. Und ja, da viele mit reingekommen sind, wissen wir natürlich alle, welches Auto wir jetzt uns als erstes vorknüpfen. Und zwar ist das der De Classe Impala LX, dieser hier. Der kostet 1.465.000. Ihn werden wir erstmal in einem schicken Orange kaufen. So. Und diesen Wagen werden wir jetzt direkt in der Agenturwerkstatt aufmotzen. Bis zum geht nicht mehr. Ja, liebe Leute, ihr habt's richtig gehört. Den werden wir jetzt schön auftunen. Und wir werden sehen, wie weit man den auftunen kann. Dazu bräuchte ich jetzt aber noch ein Fahrzeug, um zur Agentur zu kommen. Genau, Leute. Jetzt brauchen wir erstmal ein Fahrzeug. So, mal gucken, welches ich als nächstes hatte. Genau, und das ist dieser Stanier. Dieser normale Polizeiauto. Und ja, wenn wir gleich mal sehen, Leute. Sind wir gleich da? Von daher, guck mal, schön die Zeilen grün. Perfekt. So, das Auto werden wir jetzt erstmal wieder zurückverfrachten. Persönliches Fahrzeug wieder einlagern. So, weil da seht ihr schon, der Impala LX ist jetzt in ihre Agentur eingeliefert worden. So. Liebe Freunde, dann werden wir ihn mal auf das höchste Niveau aufmotzen. Und ja, natürlich schauen wir uns jetzt den erstmal an. Okay, das unten. Mal gucken, ob er ganz unten ist oder auf der mittleren Reihe. Mal gucken. So. Ah, da ist er schon, der Orange. Perfekt. Der Orange. Na, Orange sieht da ja nicht, eigentlich nicht so gut aus. Aber ist okay. Wir werden gucken. So, Fahrzeugwerkstatt. Panzerung. 100%. Bremsen. Gas. Stoßstange. Ja, genau. Na, wir erstmal die hier. So, zack. Heckstoßstange. Ersatzrad. Braucht man das alles? Nein, Digi. Habe ich trotzdem gekauft? Nein. So, klassische Stoßstange. Nehmen wir die. Egal. Motor. Bester Motor natürlich. Auspuff. Okay, der ist da an der Seite. Okay, nehmen wir das. Kühlergrill. Gitterkühlergrill sekundär. Ja, nehmen wir das. So, Motorhaube. Ja, warte, fangen wir von oben an natürlich. So, 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 so. Also sieht das aus, okay. Ich mal sagen, nehmen wir den hier. So. Okay, dann nehmen wir erstmal keine Hupe. Lichter. Die kann man wieder. Perfekt. So. Dann nehmen wir Gold, die goldene Dusche,
Perfekt. So, Design. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6. Ach du Scheiße. Nummer. Okay. Aha. Okay. Also Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6, Nummer 7, Nummer 8, Nummer 9. Ich mal sagen nur die hier Nummer 9. So. So, Nummer 9 gefällt mir am besten so. Spiegel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. G14. So. Nummernschild. Ne, war die Cola. Wunderbar, so. Heckantenne. Bam. Okay, Chromantenne. Das ist die. So wie so ein Bumerang. Antenne sekundäre. Genau. Ja, Lackierung. Leute, ihr wisst. Schönes Gold. Pures Gold. Oha, der sieht geil aus. Jetzt schon. Und jetzt kommt natürlich der nächste Karo. Bam. Pures Gold. Pures Gold halte ich in meinen Händen. Pures Gold, das mit uns wird niemals enden. Gelb? Ja, gelb. Nur gelb. Kuh-Emblem. Braucht man nicht. Oder? Nee, braucht man nicht. Dach. 1, 2, 3, 4. Ja, an dem Dach ist eigentlich nichts anderes, nur dass denn da oben das weg ist. Nee. Das ist egal, Dachzubehör, kleiner Gepäckträger, das, Dachstäben, okay. Damit er sich dann wieder aufrichten kann, falls was ist, okay. So Familienurlaub, nee. Wie wollen das denn schon richtig machen, ne? Also nehmen wir die hier, bam. Spoiler. So. Bin ich aber mal gespannt, was für Spoiler hier gibt. Okay. Große Kunststoff-Spoilerlippe. Aber ich muss echt sagen, das blendet echt sehr krass die Farbe. So, Kunststoff-Spoilerlippe. Spoilerlippe sekundäre. Ja, juckt jetzt nicht, ob das sekundäre oder primäre Farbe ist. So, Federung. Oh ja, das merkt man schon. Getriebe, Renngetriebe. Bam, Ausstattung. Chrom-Serrant-Set. Ach guck mal, nochmal das. Turbo, natürlich. Reifen. Reifenverbesserung. Genau so. So. Gibt es hier Gold? Ne, nehmen wir Orange. So. Reifenmuster. Ne, dazu muss man jetzt mit Dings machen. Hier. Ja, Dings. Ihr wisst, was ich meine. Dollarzeichen. Ihr wisst ganz genau. Felgenfarbe. Entweder Gold oder Gelb.
Mal gucken, wo Gold ist. Hier. Kann man nicht, okay. Und zwar gelb nehmen. Gut. Gelb. Gold kann er noch nicht machen. Schade. So, Reifenverbesserung hat er schon. Das hat er schon. Tuningreifen hat er schon. Perfekt. Das. So. Warte, ich guck nochmal. Balsam hier. Ja, das. Das. Ja, genau. Fenster, Limousine, soll ja keiner reingucken. Und ja, das war's eigentlich im Prinzip. So, würde ich mal sagen, testen wir gleich. So, Tuningwerkstatt verlassen. So, werden wir mal gucken. Kurz. Was uns jetzt hier bei dem Auto erwartet. Meine lieben Freunde. So, müssen wir jetzt einige Zeit warten. Dauert einen kleinen Moment. Ich denke mal, das wisst ihr, bei der PC-Version ist das halt so. So, jetzt werde ich zuerst mal gucken, ob das Massekal ist ja eins auch gemacht. So gut, es hat also schon mal den Starter. Perfekt. So. Okay, es ist relativ schnell. Lässt sich auch allerdings gut fahren. Fährt ihr im Parler, ne? Im Prinzip kann man sich jetzt selber aussuchen, wie man das Dach gestaltet, wie man allgemein das Auto gestaltet. Ja, ist jedem seine Sache. Und ja. Na gut, er ist zwar beim um die Kurve fahren. Ja, so sieht er ja, überdreht ja manchmal. Ist normal. Denke ich mal bei dem Auto. Und ja. Da gibt es eigentlich nichts Großes zu sagen. Der Spoiler ist in Ordnung. Das sollte ja auch nicht immer so groß sein. So breit und so. Der kann auch mal so klein sein. Vollkommen in Ordnung. So wie der Spoiler jetzt ist, gefällt mir auch. Und ja. Also ihr habt da wie gesagt auch ein Muscle Car. Steht ja auch da unten. Kann man auch natürlich senkrecht starten. Wenn einer nicht weiß, wie das geht. Man drückt den Gas und also man drückt R2 für Gas, aber hält R1 noch mit gedrückt. Also erst R1, dann R2. So, dann sieht ihr ja, fängt langsam an, der Motor durchzudrehen. Dann lässt ihr die R1-Taste los. Jetzt macht er kurz einen, so einen Sprung. Wie heißt das? So einen Hippie-Sprung. So, zack, bam. Habt ihr gesehen? Dann auf jetzt. Mit der Vorderklappe. Ich check jetzt das nochmal von der Seite. So, zum Beispiel. So, aber wir gucken uns jetzt mal das Auto genauer an. So, folgendes. Fahrzeug verwalten. Fahrzeugeinstellungen. So. Gucken, wie viele Türen der hat. So. Kofferraum ist genug Platz, um ihn da reinzupacken. Zum Beispiel den Klaus. Spaß. Your front. So. Das ist der Motor. Wunderschön. Findet er nicht. Lichter auch wunderschön. Sieht auch wunderbar aus, Leute. So. Kann man das aber auch noch fernsteuern? Also das Dach ist nicht verfügbar, okay. Fahrzeughöhe kann man auch nicht einstellen. Okay, Hydraulik auch nicht. Okay, gut, schade. Gut. Ansonsten war's das mit dem Auto. Dann sage ich euch, winke, winke, ciao, ciao und bye, bye. Bis zum nächsten Mal.